Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel unseres geliebten Let's Play Wolfenhain mit mir, eurem Let's Play Retro, der sich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen würde. Im letzten Kapitel haben wir es geschafft, Tanka, die Hexe des Nordens, zu besiegen. Sehr zur Verwirrung unseres guten Bruhn, aber das hat mir natürlich wunderbar gefallen. Wir befinden uns jetzt hier in ihrem Haus und haben natürlich die Option, es zu looten, und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, denn das Haus wird natürlich voller Tränke sein. Und ansonsten plane ich dann heute noch in den hohen Norden zu gehen und einfach mal zu gucken, was uns dort so Schönes erwartet. Und das dann auch hoffentlich in den nächsten paar Parts auch mehr oder weniger direkt abzuschließen. Ist dort oben etwa... Stimmt! Gieso sind im Schrank einmal Wundertropfen. Ach ja, davon habe ich übrigens auch welche gekauft, aber die haben jetzt in dem Kampf nicht gebraucht. Allgemein war der Kampf irgendwie ein bisschen komisch. So langatmig, aber unnötig langatmig. Also das gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. Da wird irgendwie versucht, eine Epik in Kämpfe reinzubringen, die einfach keine haben. Und das ist... Der Kampf war halt nicht episch. Sorry. Nein, ich meine den... Ja, gutes Auge! Gisulf entnimmt dem Schrank dreimal Kräutersud. Yay! Erwähter, ich sehe dort oben. Was redest du? Ich hab doch alle Tränke. Es kann doch unmöglich nach zerstoßener Katze riechen. Weil sich das nicht schickt. Weil der Stößel dafür eigentlich zu klein ist. Erwähter, untersage ihr wenigstens die Kommentare, wenn du ihr schon nicht das Betrachten verbietest. Nö, ich finde die Kommentare gut. Was ist das? Eine Dose Hausstaub? Wärst du ein wenig um deine Hautpflege besorgt, wüsstest du es. Entdeckung! Schlimmstenfalls schlüpft ein Löwe! Beim Güldenen! Der Spruch ist gut. Gisulf nimmt einmal Magietrank, den können wir definitiv entziffern. Vor ungewissen Jahren hätte Tanka darin bestimmt noch Eindruck auf Besuch gemacht. Unterschätze nie, wie einsam ein Wanderer werden kann. Willst du uns eine Geschichte erzählen? Nein! Schade, ach, ich hätte es cool gefunden. Da oben saß mal eine Eule. Aber jetzt ist sie tot. Ach, verdammt. Sag mal, macht dir das irgendwie Freude? Jedes Mal! Der Bettschlitten erweckt irgendwie den Anschein, als ob er neben hilfsbereiter Gemütlichkeit noch einen Zusatzzweck haben könnte. Ja, eigentlich kann man darauf vielleicht schlafen, aber wir scheinbar definitiv nicht. Was ich sehr schade finde, aber gut, wir können uns ja auch draußen heilen, deswegen... Halt! Die Krabbler wollen entkommen! Oh, da sind natürlich Gegner drin. Allerdings irgendwelche Low-Level-Gegner, das heißt, die können wir tatsächlich mal bestehlen. Ich habe ja leider nur Tanka selbst bestohlen und sonst niemanden. Ja. Aber na gut, ich denke nicht, dass der Besen irgendwas Tolles für uns hatte. Und bei der Eule war es mir einfach zu anstrengend. Die Eule hätte ich auf jeden Fall noch bestehen können, dafür wäre genug Zeit gewesen. Aber am Ende hätte sie Tanka um 1000 geheilt. Ach komm schon, Gift! Ah. Na gut, ich denke, Brun müsste Gegengift beherrschen. Oder zumindest irgendeinen Zauber, der das Gift wieder los wird. Ah, heilige Aura? Nee, Güldengunst. Nehmen wir mal das, das kostet nur 2 und heilt Gift. Sehr schön. Wenigstens das haben wir erfolgreich geschafft. Und finden wir jetzt wenigstens etwas Tolles in diesem Krug. Ahndung angriffslustiger Arachnoiden abgeschlossen. Oh, sonst nichts. Der Beutel enthält dreimal Saftblatt. Womit der Beweis angetreten wäre, dass man mit ausreichend hohem Beutewillen auch einen Beutel entsaften kann. Der war sogar gut. Das warme Geräusch wohligen Raschels. Blätter? Getrocknete Reptilien heute. Und die können wir nicht nehmen. Warzenpastillen? Ich hätte Tanka für origineller gehalten. Vielleicht sollten wir erstmal auf der anderen Seite weitermachen. Eine Truhe, die könnte verschlossen sein und danach nie wieder aufgehen. Deswegen speichern wir vorher lieber ab. Nanu, das ist gar nicht das Schloss für Tankas Schlüssel. Aber wo passt er dann? Vielleicht in dem Paket hinter uns, das so schön leuchtet. Aber die Truhe kriegst du doch wohl trotzdem auf. Natürlich! Oh, das ist gerade mal ein 10er-Schloss. The fuck? Aber na gut, ich meine, das ist ein Story-Gebäude und vielleicht gibt es Leute, die irgendwie nie fingergeschickt geskillt haben. Ich muss auch sagen, ob das irgendwie die Stufe 25 oder Stufe 29 ist, das ist für mich irgendwie einerlei. Ja, genau das meine ich damit. Aber wir können sie zum Glück jederzeit öffnen und bekommen jedes Mal denselben Spruch. Kann doch niemals Schloss 10 sein. Oder vielleicht doch. Ja, egal. Wir wollten einfach mal nach langer Zeit wieder fehlen in meinem Schloss. Gisulf erhält 550 EP. Die Kiste enthält lediglich einen Merkzettel. Auf dem Steg den Ruf des Schwans. Gib dies weiter, wenn die Zeit heran ist. Gisulf hebt 10 Goldmünzen auf. Moment mal, ist das etwa so eine Spindel? Wie? Was für eine so eine Spindel?
Sehen wir uns an. Ja, natürlich sehen wir uns die an. Darauf hättest du uns gar nicht aufmerksam machen müssen, weil Radar, das wäre direkt das nächste Objekt meiner Begierde gewesen. Es ist so eine Spindel. Oh! Eine dämonische. Sie spinnt Spinnenbeine zu Gold. Eine vorzügliche. Wie viele der 11 Spinnenbeine möchten die Helden? Wow, 15 Münzen pro Bein. Krass. Dann machen wir das mal. Das ist auf jeden Fall mehr, als wir sonst bekommen können. 165 Goldmünzen ersponnen. Ach, wie schön. Weil Radar gelingt es, beide Schenkel abzutrennen. Das hätte mal ein Mensch gewesen sein können. Man weiß ja nie. Mehr Gegner. Das muss der Futterkrug dieses grässlichen Uhus gewesen sein. Also sowas kriegt meine Eule nicht. Und was genau? Gisuf nimmt die 5 Feldstücke aufopferungsvoll in seine Obhut. Sehr schön. Und vor dieser Kiste, Truhe, Geschenk sollten wir lieber nochmal abspeichern. Ein Schatz! Rühr das bloß nicht an! Es ist ein Fluchkästchen! Ein was? Man packt einen bösen Wunsch hinein. So, das Kästchen sieht aber aus, als wäre was Wertvolles drin. Natürlich, es soll seinen Empfänger ja auch dazu verleiten, es zu öffnen. Dann geht der Wunsch in Erfüllung. Dieser Wunsch muss immer etwas Schlechtes sein? Theoretisch nicht. Aber ein Fluchkästchen trägt seinen Namen nicht umsonst. Offenbar ist das Kästchen adressiert. An eine Magd in Cornwall. Eine Magd? Was kann so jemand nur angestellt haben, um sich den Zorn Tankers zugezogen zu haben? Was machen wir nun damit? Öffnen, zustellen, lassen, ein für alle Mal. Öffnen, öffnen, ich will wissen, was drin ist! Was war das? Was war was, Erwählter? Mir wehte etwas entgegen. Ein Wind, ein Flüstern. Etwas stieg auf, aber es ist nicht fort. Vergessen wir das Wichtigste nicht. Die blöde Kiste ist leer, die ganze Aufregung war umsonst. Gisulf, was soll sein? Gehen wir weiter. Ach, verdammt, ich lasse das Paket erstmal ein Paket sein. Ich gucke mir mal in der Wiki an, was man damit Tolles machen kann, weil... Also entweder ist Gisulf verflucht oder wir können das Paket zustellen, aber ich weiß jetzt nicht so wirklich, was ich davon machen soll. Da muss ich auf jeden Fall noch überlegen, aber das ist alles ziemlich cool. Es rankt sich schon viel Aberglaube um den Knoblauch. Du meinst, der hilft gar nicht gegen Haarausfall? Nein, nein, das sind natürlich Fakten. Also gib auch weiter reichlich an die Kräuterweiblein. So. Ach, herrlich. Wirklich wunderbar. Ach, ich hatte schon lange gar nicht so viel Spaß mehr mit Wolfenhain. Und was ist das hier oben? Eine Gießkanne, wir haben bisher noch nicht umgeschmissen. Das ist jetzt schon die vierte. Erwählte allmählich vermutlich ein System intendierter Unordnung. Aber ich glaube, wir haben ein paar übersehen, wenn das erst die vierte ist. Nach irgendwie 120 Parts oder wie lange wir auch schon immer spielen. Ja, ich glaube, ich kann hier irgendwie überall noch tolle Sachen machen. Genau, wir könnten theoretisch auch hier unten noch weitergehen. Zu dem Steg. Aber ich möchte erstmal in die Eisöde. Wunderschön hier. Ach ja, und Augenmerk, das ist ganz wichtig. Augenmerk vergesse ich viel zu oft. Wir gehen nochmal zurück in die Hütte und benutzen nochmal Augenmerk. Ich kann gerade nicht anders, weil das ist einfach doof. Also wenn wir das jetzt... Ich meine, klar, wir müssen irgendwann nochmal später hierher, aber vielleicht über sich... Ja. Die haben den Schlüssel ja bisher noch nicht benutzt. Darauf muss man erstmal kommen. Dank Jesus Augenmerk offenbart sich eine versteckte Luke. Und hier, oh, das sieht doch wichtig aus. Guckt nicht, ich habe auch nicht die geringste Ahnung, was es ist. Eine Hexe, die Kenntnisse des Hexischen abstreitet? Wie viel Wissen ist bereits in den Flammen deines Jägerordens verloren gegangen? Die Flamme vernichtet nicht, sie reinigt. Bringt uns eure Zweisamkeit gerade irgendwie weiter? Dachte ich mir. Genau, also lieber hier mit dieser Truhe interagieren, weil das sieht auf jeden Fall wichtig aus. Tankas Schlüssel schlängelt seine belebten Ranken in die Schlossöffnung und wächst in die einzig passende Form. Was soll das? So eine verheißungsvolle Truhe und was ist drin? Nur eine Wurzelscheibe, auf der sich ein paar Ranken winden. Ein Blödsinn! Gib her! Baldrana nimmt das geheime Rezept. Das sie jetzt aus dem Inventar heraus lesen kann? Das geheime Rezept. Ranken schlängeln sich und leuchten darauf. Die Ranken vermitteln sich mir ohne den Umweg der Schrift. Mal sehen. Ach, das ist ja schön. Ich bin das Letzte, das Höchste, das geheime Rezept. Wer mich kennt, weiß um alle und hat es verdient. Dass ich mich ihm offenbare. So auch du. Waldradan, das Rezept für den Attributstrank. Attributstrank? Cool, ich denke mal, der kann Attribute wahrscheinlich dauerhaft erhöhen. Wäre jetzt so meine Vermutung. Halt, Moment, wir müssen nochmal nach oben gehen und uns oben umschauen. Ist das Augenmerk überhaupt noch aktiv? Egal, wir benutzen es einfach nochmal. Können wir überhaupt wieder nach oben? Ah, ja. Ah, so, okay.
nichts. Nur ein Geschenk, das sich dann irgendwann später offenbaren wird. Aber na gut, der Schlüssel hat uns jetzt nur, sage ich jetzt einfach mal, zu einem Rezept geführt. Aber scheinbar zu einem ziemlich guten. Ich habe ziemlich viele Magietränke gebraut. Ich muss mal irgendwie nachgucken, ob ich irgendwo Magietränke kaufen kann, weil ich bin mir da gerade gar nicht so wirklich sicher. Ich habe nur bei Sotanos in der Stadt geschaut und oh mein Gott, Gegner. Nein, das brauche ich wirklich nicht. Öfter. Ja, Götter, meine Füße passen jetzt farblich zum Kleid. Und warum guckst du schon wieder so angespannt, Jungchen? Ich habe da etwas an einer unangenehmen Stelle zu schmelzen. Danke, das wärmt auf. Schneller, höher, weiter, ich kleide mich in Eiter. Dein Schwert nervt langsam, Jungchen. Das kommt ausgerechnet von dir? Herrlich. Aber nein, ich hoffe, dieses Schwert wird niemals aufhören zu nerven. Eiskristall, der macht sogar ordentlich Schaden. Gisum steht ein Troller. Und wir haben ja noch, stimmt, wir haben ja noch eine Robe gefunden, die wir hier definitiv ausrüsten können, weil ich habe die ja extra hier für die Schneegegner mitgenommen. Und dann gibt es hier direkt den guten Wundbrand. 184 und mal gucken, wie viel er jede Runde macht. Gar nichts bisher. Da dauert es einfach ein bisschen länger. Lohinleit. Und der heilt sich natürlich ganz schön schnell. Der da Schneetroll baut einen Schneemann. Oh, okay. Kann Valdrada irgendwas Sinnvolles machen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich analysiere erstmal den Troll. Schneetroll, 806 Trefferpunkte von 1208 MP, von 240. Schwächen, Stärke, Stärke, Klinge und Luft, Schwächen, Wucht und Feuer. Und der Schneemann. Kann ich hier vielleicht mit Wasser irgendwie schmelzen? Null. Okay, gut. Die Logik war jetzt vielleicht irgendwie doch ein bisschen verquerend. Dann mache ich mal Wundbrand auf den. Das macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Dann Lohenleid. Aber zumindest brennt der Schneemann. Oh, shit. Die Regenerationsrate der Trolle ist ja echt enorm. Der Kampf hier könnte irgendwie anstrengender werden als der Kampf gegen Tanker. Analysieren wir mal das Schneemännchen. 286 von 500 Trefferpunkte, Stärke, Klinge und Wasser, Schwäche, Wucht und Feuer. Auch bei dem... Ups, das wollte ich eigentlich den anderen angreifen. Egal. Konzentrieren wir uns lieber auf den Troll. Ach, der ist echt ganz schön schnell. Ich mach mal Feuerwirbel. Wenn wir schon so einen AOE-Spell haben... weil Drana geht's ganz schlecht, sehe ich gerade. Was ist denn los? Aber der Schneemann ist zumindest schon mal weg. Das ist gut. Dinge, und zwar hier also einen starken Heiltrank auf die gute Valdrada, weil von den Heiltränken haben wir zu viel. Und dann mache ich mal ein bisschen Schleim ins Bein. Oder vielleicht sollte ich... Vielleicht sollte ich Gisulf und Brun schneller machen. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, aber der Kampf hier verlangt auf jeden Fall mehr von mir ab, als ich gedacht habe. Vor allem wird er viele MP von mir abverlangen, aber na gut, wir können ja rein theoretisch wieder zurückgehen und speichern. So, erstmal auf Brun und dann auf Gisulf. Mann, die Trolle nerven mich ganz schön rum. Also ich bin im Gegensatz zu den anderen Trollen... Was? Ich würde gerade sagen, warum sind Trollen, weil ich mit Brun nur diese eine Fähigkeit, aber ich will ohnehin Valdrada lieber heilen. Weil Valdrada irgendwie hier kontinuierlich in einem schlechten Zustand ist und das kann ich nicht gut heißen. Ich hätte vielleicht lieber... was soll's, zu spät. Lieber nützliche Sachen machen sollen, deswegen hier Brun wird noch mal ein bisschen schneller. Du bist mir gerade noch einen Ticken zu langsam. Und ansonsten mach dich mal nützlich. Mach einfach Schwan sagen, Horido. 220. Immerhin, er knurrt schon. Also so lange kann es nicht mehr dauern. Aber hey, das ist nur ein Troll. Und ich bin mir sicher, hier werden irgendwann noch mal zwei oder so kommen. Und das war jetzt schon ein verdammt anstrengender Kampf, der uns immerhin mit 1150 Erfahrungspunkten und einer Rotrübe segnet. Langfristige Glückwünsche, Gisulf hat seinen 250. Gegner bestohlen und erhält eine Bonussteigerung von 5 Punkten auf Flink. Und auch von dem bekommen wir Kristalle, sehr schön. Wenigstens gibt es eine gewisse Kontinuität in diesem Spiel. Die Helden ernten eine Rotrübe. Und ansonsten kann Gisulf einfach nur lachen. Die erste Ebene der Eisöde haben wir schon wieder geschafft. Ach ja, Eisöde. Allein mit dem Gedanken... allein mit dem Namen kommen sofort wieder Gedanken an unterwegs in Düsterburg auf. So kalt und eisig. Und doch. Was hast du? Tauche in dich und spüre. Selbst hier herrscht der heilende Einfluss der Herren Sitter. Aber er ist gemindert. Der heilende Einfluss der Herren Sitter ist im Übrigen ein Witz. Also ich habe irgendwie eine halbe Stunde rumgestanden,
Ich war davor, keine Ahnung, bei der Hälfte mit jedem so ungefähr. Und Brun war danach noch nicht mal komplett voll geheilt. Also, ich verstehe es nicht. Die Regenerationsrate im Spiel ist so arschlahm einfach nur. Man hätte es eigentlich schon fast lassen können. Also, es ist ganz nett, aber ich empfinde es jetzt nicht wirklich als so geil einfach nur. Also, zumindest jetzt auf den höheren Levels ist es schon ganz schön anstrengend. Aber na gut, wenn das hier ein Dungeons & Dragons Spiel wäre, was es leider nicht ist, oder was es zum Glück nicht ist, denn so hat dieses Spiel wesentlich mehr Humor. Falls man das so sagen kann, ist schwierig, weil Baldur's Gate hat eigentlich auch eine Menge Humor. Aber egal, ich schweife ab. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Egal, rollen wir lieber Würfel und machen hier mit dem Text weiter. Aber er ist gemindert. Kältezone 2. So ist es. Je nördlicher, desto kälter. Und hier ist es schon zu kalt für die normale Regeneration der HP und MP. Eins noch, es wird schlimmer. Ach ja, genau, ich wollte eigentlich sagen, dass wir im Gegensatz zu D&D nicht, also wir sind ja schon über Level 30, ne? Das heißt, bei D&D wären wir schon in epischen Levels, aber hier ist das noch nicht der Fall. Tja, solange es nicht taut, ist der dort wohl sicher verwahrt. Wie selbstverständlich du diesen Gedankengängen bereits deinen Kopf als Heimstatt darbietest. Aber eigentlich sind wir schon ziemlich episch unterwegs, ich meine, wenn ich überlege, wen und was wir schon alles platt gemacht haben. Hüte dich davor, die Veränderung als neue Normalität zu akzeptieren. Erwachte Tote bleiben abnorm. Leg nicht alles auf die Goldwaage! Ah ja, ich sehe es, da unten sind zwei Schneeflöckchen. Was ist das? Guck nicht so, ich hab nichts für dich! Du weißt aber ganz genau, wie du gucken musst! Schlingel! Was hat Giesel denn nun für ihn? Scheinbar doch nichts. Okay, gut. Es soll einfach nur der Unterhaltung dienlich sein, was es definitiv gewesen ist. Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, wo hier jetzt mehrere Wege sind und wo nur ein Weg ist. Und ist Augenmerk eigentlich noch aktiv? Ich glaube, auch durch den Kampf mit dem Troll kann man das überhaupt sehen. Also selbst wenn wir hier mit Augenmerk irgendetwas sehen sollten, dann könnte es sein, dass ich es irgendwie doch übersehe. Ich bin mir jetzt auch nicht so wirklich sicher mit, was ich... Das ist scheinbar ein Scheiter gewesen. Noch einer. Giesow nimmt einen Dorsch. What? Pinguine! Schon wieder. Wo ist denn der Zackenblitz? Nichts da, das ist mein Fisch! What the f... Müssen wir die jetzt da drauf schieben? Huh. Mich durch... Ja. Das ist genau das, was wir machen müssen. Dann war es jetzt vielleicht ein bisschen doof, den wegzuschieben. Und ich kann natürlich auch den einen als Hindernis für den anderen nehmen, aber... Das Rätsel ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter. Ja, definitiv. Dadurch, dass die beide so unterschiedlich fliegen, sage ich jetzt einfach mal. Und von hier kriege ich ihn ja eigentlich nicht mehr weg. Welcher müsste wohin? Das ist jetzt die große Preisfrage, ne? Ach, ich... Das ist ein Eisblock. Ich auch durch die Gegend schieben kann, da liegt Gold rum. Es war natürlich eine Falle. Ach, natürlich. Na gut, dann bestehen wir erstmal diese Spinnenbeine, oder... Kalt! Oh nein, komm schon, Leute. Nein, nicht Hexenkunst. Ach, verdammt. Und auch die drücken wieder richtig, richtig viel Schaden rein. Naja, was soll's. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie gegen Feuer empfindlich sind. Und ich habe schon wieder vergessen, den wunderbaren Gegenstand anzulegen. Der hat auf jeden Fall schon mal eine Wunde. Schneelaurer. Ja, den Namen haben sie verdient. 1378 von 1500 Trefferpunkten. Stärke, Klinge und Luft. Schwäche, Wucht und Feuer. Was halt irgendwie ein bisschen doof ist, ist, dass hier... Dass die Gegner ja alle gegen... Dingens hier... Soll ich das wieder schneller machen? Kann ich mit Valdrada irgendwas Sinnvolles machen? Mit Valdrada und der Eule? 76, ne? Das ist ja recht ordentlich. Vielleicht sollte ich mit den beiden heilen. Ich glaube, ich sollte wirklich mit den beiden heilen, weil es uns echt ganz schön schlecht geht. Ich meine, die gehen jetzt zum Glück auch relativ schnell down, aber... Ich will meine Tränke jetzt auch nicht zu sehr verkloppen. Also nach dem Part werde ich auf jeden Fall nochmal heilen gehen und so weiter. Ja, wir greifen einfach mal ganz normal an, weil das ist... Ich wollte sagen, dass es... Holy crap, dass es tatsächlich recht effektiv ist, aber scheinbar doch nicht.
Wow, Gizoth macht echt wenig Schaden. Ja, genau, mit der Wuchtwaffe, genau, dass wir durch die Waffen, die wir aktuell tragen, natürlich nicht die Wuchtwaffen ausgerüstet haben. Er bekommt trotzdem einen starken Heiltrank. Wow, cool. Gizoth ist auch bei 700 Trefferpunkten immer noch im Rage-Modus. Ha, also, Baldrada macht irgendwie nicht so viel. Ha. Lohnleid macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Jetzt ist Gizoth wieder normal. Okay, aber das ist gerade eben nur ein Bug oder ein Anzeigefehler oder... Wir werden es wohl nie herausfinden. Okay, das war wesentlich einfacher als die Trolle, weil sich die Gegner nicht regenerieren können. Und wir bekommen auch nur in Anführungsstrichen 1400 Erfahrungspunkte und einen Kristall. Oh, da sind noch mehr. Ach, verdammt. Und die haben jetzt natürlich Erstschlag. Ja, okay, gut. Dann lauern natürlich direkt 4 Stück. Das ist ja doof. Ich habe keinen MP mehr. Ja, dann muss ich jetzt hier so einen Magietrank benutzen. Ja, ja, ja. Oje, 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 oje. Das wird hier auf jeden Fall ganz schön eng. Was soll's. Brun und Waldrader werden erstmal ein bisschen heilen. Und ich glaube, ich werde auch hier dann irgendwie wieder versuchen, Kämpfe nach Möglichkeit irgendwie offscreen dann irgendwie zu machen, damit ich damit nicht so viel Zeit verwenden muss. Oh, schade, Waldrader ist tot. Das ist äußerst ungünstig. Aber sie macht in dem Kampf jetzt ohnehin nicht so besonders viel. Außer uns vielleicht Gender zu machen, was schon ganz sinnvoll ist. Aber ich will erstmal ein Bein weg haben. Holy crap, die machen wirklich so viel Schaden. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt gerade bei Waldrader 1000 geheilt, aber zum Glück war die Engine clever genug, es auf Brun umzuleiten. Immerhin, der ist schon wieder fast kaputt. Dann bekommt er mal einen Schwanengesang ab. Was leider nicht ausreicht, schade. Das ist doof. Egal, ich mache jetzt erstmal den oben fertig. Okay. Gratulation, lieber Realtreu. Die Kämpfe hier sind definitiv anstrengend. Lebenswasser, ich habe jetzt zum Glück noch ein paar gekauft. Wir sollten eigentlich genug Hitpoints haben, dass wir es überleben. So, und dann gibt es ja erstmal einen starken Heiltrank. Ich könnte auch... Nee, ich will keine Wunderpfropfen oder sowas verwenden. So, Göttergabe. Erstmal 1000 auf Gizoth. Einfach, weil Gizoth ein bisschen schneller ist. Und Brun in der Zeit nochmal schnell einen Heiltrank gegeben hat. Verdammt, ich hätte nicht... okay, doch, das war jetzt ein starker Heiltrank. So, jetzt kann ich endlich Wundbrand machen. Das ist das Wichtigste. Ja, ja, ist doch in Ordnung. So, und jetzt kann ich wieder dazu übergehen, den Gegner hier ganz normal zu bearbeiten. Und ich habe nicht genug MP. Ach, verdammt. Ah, das ist ganz schlecht. Ja, dann muss ich jetzt noch einen MP-Trank. Ach, verdammt, ey. Jetzt komme ich mir gerade irgendwie richtig, richtig schlecht vorbereitet vor. Ach, das dauert hier doch gerade alles schon wieder unendlich lang. Verdammt. So, jetzt aber. Wir heilen jetzt direkt mal 320 bei uns beiden. Ich darf halt Radar hier nicht leer ausgehen lassen, aber ich... hab jetzt nicht mal mit Gizoth MP. Verdammt. Ach, come on. Das grenzt doch hier jetzt schon wieder an Ressourcenverschwendung. Aber na gut, die Schneelaurer sollten uns erwischen und das haben sie auch definitiv getan. Okay, es ist gerade Gizoth, der dran ist. So, jetzt hoffentlich schnell Waldrada wieder beleben mit immerhin 10% ihrer MP, was wirklich ganz, ganz wenig ist. Das heißt, wenn uns der Gegner angreift, dann sind wir ziemlich im Arsch und dürfen sie direkt wieder beleben. Aber ich habe jetzt natürlich auch die Hoffnung, dass ein Angriff ausreicht. Und Waldrada, du bekommst alle Erfahrungspunkte, obwohl du im Kampf nicht so besonders viel gemacht hast. Aber hey, Waldrada und Brun erreichen beide Stufe 31, das finde ich sehr gut. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich würde mich wie immer über einen netten Kommentar und deinen Daumen nach oben freuen und im nächsten Part schaffen wir es dann vielleicht auch die Pinguine zurechtzurücken oder wer weiß, was hier noch so alles kommt. Ich sehe mich lieber nicht weiter um, weil das könnte nämlich alles im Wahnsinn grenzen und in weiteren Kämpfen. Und deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle und würde mich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal.